So, willkommen zurück zu Let's Play Poseidon. Jetzt gehen wir ins vorletzte Abenteuer. Poetus and Bellerophon. Ich denke mal, Pegasus und Bellerophon. Wir gucken es uns an. Brutus bekommt immer das größere Stück. Das ist nicht gerecht, jammerte Akrisius, als er die Neuigkeiten seines Vaters vernahm. Nach jahrzehntelanger weiser Herrschaft teilte König Abas sein Reich zwischen seinen beiden Söhnen auf und zog sich zurück. Brutus bekam tatsächlich das größere Stück, nämlich die Länder Tiryns, Pyrrheum und Midea. Akrisius erhielt die Herrschaft über Argos, die prächtige Hauptstadt des Königreichs. Nun höret mich an, meine Söhne, sagte Abas. Ihr müsst nicht nur das Land regieren, sondern auch alle Abkommen achten, die ich während meiner Regentschaft mit anderen Herrschern geschlossen habe. Dazu gehört auch der Schwur, Glaukos zu beschützen, den König von Korinth. Auch du hast einen Pakt mit König Abas geschlossen. Vor langer Zeit, als du und Abas noch Kinder gewesen seid, habt ihr euch geschworen, stets über eure Länder und Nachfahren zu wachen. Hoffentlich werden sich Abas Söhne dem Schwur ebenso verpflichtet fühlen wie Abas selbst. Die Hilfe von Akrisius und Protus könnte sich beim Aufbau der neuen Stadt bei Lykia als unschätzbar erweisen. Lykia wäre ein idealer Platz für eine Stadt, wenn da nicht einige unliebsame Nachbarn wären. In der Nähe leben Scharen feindlicher Amazonen und den Menschen von Solimi sind fremde Eindringlinge zuwider. Dann ist da das Problem der gefährlichen Chimäre, die in der Gegend gesichtet wurde. Mit den Söhnen des Königs an deiner Seite könntest du diesen Herausforderungen viel besser trotzen. Vielleicht wäre eine deiner Töchter bereit, die Ehe mit einem von Abas Söhnen einzugehen, um das Bündnis zwischen den beiden Familien zu bekräftigen. Über diese Frage solltest du auf jeden Fall nachdenken, wenn du mit dem Bau von Lykia beginnst. Ja, okay, verheiraten wir. Alles gut. Weg mit der Tochter, ist mir doch egal. Wir sollen eine Bevölkerung von 1500 Leuten in die Stadt bringen, Unterstützung durch 16 Speerträger gewährleisten oder eben besser. Und eine Schatzkasse haben, die mindestens 5000 Drachmen enthält. Ich denke mal, wenn man 16 Speerträger in der Stadt hat und 1500 in der Bevölkerung, dann wird man noch bei 5000 Drachmen bleiben. Oder... Mal ganz ehrlich. So, gucken wir mal. 7500 Drachmen gehören aktuell uns hier am Anfang dieser Karte. Ich bin gespannt, ob das Spiel wirklich so einfach wird, diese Mission, wie es am Anfang beschrieben wurde. Offensichtlich sind wir wieder in Griechenland. Die Gebäude sind nicht mehr blau. Wir sind jetzt tatsächlich rot. Ich weiß zwar nicht, was das jetzt mit Poseidon zu tun hat, aber gut, mache ich mit. Auf der Karte sehen wir ein schönes, großes Gebiet. Oh, ein sehr, sehr großes Gebiet. Sehr viele Möglichkeiten, Essen abzufarmen. Es wird wahrscheinlich auch den einen oder anderen geben, der uns dann attackieren möchte, so wie die Chimäre. Hier vorne ist auch nochmal Farmland. Jede Menge Farmland. Ich bin gespannt, was wir alles anpflanzen können. Weizen farmen. Wir können sogar Wolle haben. Rinder. Reben und Oliven können wir anpflanzen und Jagdhöfe können wir ebenfalls noch bauen. Das ist ein reich gesegnetes Land. Also, dass das einfach wird, das hätte ich so einfach mir nicht vorgestellt. Außerdem können wir Sägemühlen bauen, womit wir sogar noch Holz abernten können. Es gibt kein Marmor, es gibt keinen schwarzen Marmor, die wahrscheinlich dann importiert werden müssen, aber das ist nicht ganz so schlimm. Wir müssen gucken, dass wir später dann diese Plätze hier für unsere Handelsbeziehungen ins Ausland nutzen. Und wir sind wieder in Griechenland direkt. Oh Gott, ist das lange her. Diese Karte zu sehen, ist wirklich was ganz Besonderes im Moment für mich. Wir haben, wo sind wir überhaupt? Wir sind Lykia. Solimi, Themiskyra, Antissa, Anaphe, Itanos, Dikte, Midea, Korinth, Haraeum, Tiryns, Argos und Mount Olympus, Berg Olymp. Okay, ja. Wir können sowas kaufen wie Fleisch und Fisch. Rüstungen. Ah ne, die kaufen das. Dann verkaufen die Marmor. Olivenöl. Traubenwolle, das heißt Wein können wir selber herstellen. Die verkaufen sogar Wein und Weizen, Orangen und Fisch. Dikte verkauft gar nichts. Ihr auch nicht, ihr mögt uns nicht. Ich mag euch auch nicht, Solimi. Ist mir egal. Und Antissa verkauft Bronze, die wir brauchen können für Waffen. Und natürlich Skulpturen. Gibt es irgendwelche Heiligtümer? Nein, gibt es nicht. Die müssen wahrscheinlich dann später erbaut werden. Die Frage ist, wo stellen wir jetzt unsere Leute hin? Wo pflanzen wir die an? Ich denke mal, wir fangen hier vorne an. Können wir nicht auch Fisch ernten?
Nee, Jagdhöfe gibt es aber. Mal sehen, ob wir die auch irgendwo hier in die Nähe hinsetzen können. Ob hier irgendwo Viecher spawnen, da. Das heißt, wir setzen uns hier mit dem Essen auseinander und ziehen hier jetzt eine Straße runter, an der die Leute leben werden. Immerhin sollen wir 1500 Leute hier reinbringen ins Land. Das wird gar nicht so einfach. Also eine Straße hoch. So, dann eine Agora, eine einfache. Sehr schön. Weitere Straße. 1, 2, 3, 4, 5. Und gleich noch eine. So. Einfache Agora dahin und dahin. Und dann erstmal Gebäude bauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Passt perfekt. Sehr schön. Und die letzte Reihe. Super. Alles ist da. Ach, verdammt. Einmal verschoben, alles hin. War das jetzt zu weit? 1, 2, Tatsache, 1 zu weit. Ey, ich bin heute aber auch nicht ganz auf der Höhe, oder? Funktioniert gar nichts. So, weiter. Straßen sind da. Leute kommen in die Stadt. Wir werden jetzt noch eine Reihe Häuser bauen, denn wir brauchen am Anfang schon sehr, sehr viele Arbeitskräfte. Ich will so viel wie möglich fertig machen. Oh, nee, kann ich gar nicht. Ich habe ja gar nicht so viel Geld. Ich bin schon wieder so auf diesem Dampfer, dass wir ganz, ganz viel Geld haben. Aber das haben wir noch nicht. Wir bauen jetzt erst einmal Architektenposten. Da oben muss noch eine Sperre hin. So. Einen Brunnen jeweils an jede Seite. Fürs Erste nur einen, dann eine Klinik. So, das muss reichen. Dann geht's ums Essen. Dann geht's um die Wurst. Ja, das Holz brauchen wir noch. Ich guck mal gerade, ob wir noch anders irgendwo Holz abernten können. Ja, am Strand ist ziemlich viel. Hier unten ist noch was Schönes. Überlege ich mir. Eventuell setze ich die auch hier mit rein. Kann ich die Straße noch ein bisschen verlängern, dann geht das. Sie erfreuen sich mittelmäßiger Beliebtheit. Ja, besser wird es auch im Moment nicht. Zumindest solange keine Leute in der Stadt sind. Eigentlich kann mich noch gar keiner lieb haben. 80% Geschwindigkeit. Benötigte Mitarbeiter. Erzähl mir was, was ich noch nicht weiß. Ich sehe was, was du nicht siehst. Dann. Ein Silo. Damit hin. Eine Sperre da. Das bisschen Holz, was noch da ist, abreißen. Nicht alles, wir können vielleicht noch was gebrauchen. Und eine neue Straße hochziehen. Außerdem Jagdhöfe bauen. 3 Stück reichen für den Anfang. Und dann bauen wir gleich Weizenfarmen. Denn damit bekommt man am einfachsten Essen. Kann die nicht rückgängig machen, die Farben. Das ist aber doof. So, dann machen wir das nämlich so. Dann setzen wir eine Straße hoch und bekommen jetzt schon mal was zu essen. Das ist gut. Wunderbar. Jetzt müssen nur noch die Leute in die Stadt kommen. Das wäre zumindest vom Vorteil. Antissa kauft mehr Oliven. Werde ich jetzt noch nicht produzieren. Bevölkerungszahl 100 erreicht. Ich brauche jetzt erstmal was zu essen, damit die Leute überhaupt irgendwas kriegen. Oh. Eingestürztes Gebäude. Geschwindigkeit verringern. Ich hab's vergessen. Ich hab wieder mal den Architektenposten vergessen. Es passiert mir immer und immer wieder. Ein neues Silo setzen. Geschwindigkeit erhöhen. So, Geschwindigkeit wieder senken. Wie sieht's aus mit der Arbeitslosenquote? Sehr gut. 13% Arbeitslose. Das ist super.
dann werde ich mich jetzt um Olivenöl kümmern. Das werden wir... Hier hinten wäre es gut, aber da ist es auch schön. Da werden wir dann Olivenöl machen. Olivenbäume. Einmal so. Außerdem Reben. Und so ziehen. Sehr gut. Dann brauchen wir Landarbeiterlager, die aufpassen, dass das alles auch hier bewirtschaftet wird. Okay, anschließend wollen die Leute was zu essen haben, also Lebensmittelhändler. 1, 2, 3. Geschwindigkeit erhöhen auf 100%. So, neue Leute kommen. Dann müssen wir gucken, was wir als erstes verkaufen können. Antissa kauft Oliven. Anafe nichts, Itanus auch nichts, Dikte nicht, Midea kauft Fleisch. Die kaufen Rüstungen, kaufen Fisch, verkaufen Weizen und das und das. Also kann ich mich erstmal nur mit Oliven über Wasser halten. Das ist aber ein bisschen dürftig. Anafe, Herakum, kauft Fisch, aber Fisch kann ich nicht mal produzieren. Die kaufen Fleisch. Eventuell muss ich Fleisch dann wirklich zugänglich machen. Ja. Ach, das auch noch. Also, nach Midea und nach Antissa. Jeweils einen Handelsposten. Handelsposten Antissa. Antissa kauft Oliven. Stelle ich jetzt erstmal hier mit hin. Verkauf von Oliven. Gesundheit ist perfekt. Das freut mich. Dann brauchen wir hier ein Lagerhaus, das sowohl Olivenöl als auch Wolle annimmt. Jeweils zu 16. Und wir haben 58 Arbeiter noch nötig. Die werden kommen. Die hier brauchen noch was zu essen. Oliven werden verkauft. Ich brauche noch mehr Landarbeiterlager. Sonst wird das nichts. Aber ich brauche auch noch mehr Leute, die für mich arbeiten. Macht mal gleich ein bisschen Kultur. Oh Gott, ich habe jetzt die Alten wieder. Oh, daran bin ich doch gar nicht mehr gewöhnt. Ah, Philosophenschule. Da bin ich ja völlig raus. Philosophenschule hier mit hin. Plus Architektenposten. Ist da drüben jetzt einer, der aufpasst? Na, sicherheitshalber stelle ich mal noch einen hin. Dann brauchen wir ein Podium. Hier und da. Und einen Palast, damit die Leute regiert werden können und Steuern zahlen. Eins und zwei. Ja, ich weiß, ich brauche mehr Arbeitskräfte. Die kommen schon. Habt mal keine Sorgen. Geschwindigkeit erhöhen auf 100%. Oh, ein eingestürztes Gebäude wurde nun schon wieder da oben. Ja gut, das war klar. Die hat eh keine Anbindung zur Straße. Die olle Farm. Dann bauen wir eine neue hin. So, das darf der gleich mitbeschützen. Arbeitskräfte 19% Mangel. Sehr schön. Antissa kauft mehr Oliven. Das ist gut. Olivenbäume nicht. Landarbeiterlager. 1, 2, 3. Müssen alle hochziehen. Die müssen jetzt ganz, ganz viel abernten. Das letzte Landarbeiterlager war für den Hintern. Dann bauen wir lieber hier eine Straße hoch. Und hier nochmal Landarbeiterlager hin.